Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Day of the Tentacle. So, nachdem wir jetzt schon eine Folge rumhängen hier und nicht wissen, wie es weitergeht, habe ich mal kurz nachgeguckt in einem Guide und mir ein paar Tipps geholt. Leutnant! Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir, aber es gab der Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde, aber ich habe da etwas an dem Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Erzähl schon! Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Okay. So, jetzt passt auf. Ich habe mir ein paar Tipps geholt, wie es weitergeht. Die testen wir jetzt mal. Also nur ein paar Anhaltspunkte, ne? Ich möchte das irgendwie schon gerne selber erkunden, aber ein paar Anhaltspunkte habe ich mir mal geholt. Zum Beispiel braucht anscheinend Bernhard das Skalpell. Warum, weiß ich jetzt noch nicht, aber nehmen wir mal. Dann muss ich noch was verschicken. Und zwar den Brief. Den Brief braucht nämlich auch Bernhard. Oder Bernard, besser gesagt. Okay, soweit so gut hier. Den Dosenöffner. Ich will nicht. Ach so. Ach Quatsch, ich gehe ja ganz falsch. Wir brauchen nämlich den Dosenöffner. Ich war da total falsch gewickelt. Das habe ich nachgelesen. Wir brauchen gar nicht die Brechstange, wie ich dachte, von dem Dieb. Wir brauchen den Dosenöffner. Und mit dem Dosenöffner können wir in der Zukunft die Zeitkapsel öffnen. Da hätte man drauf kommen können, aber da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. So, jetzt schaue ich nochmal ganz kurz, aber ich glaube, das war's erstmal. Ah ja, warte mal, die rote Farbe, die braucht auch Bernhard aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht kenne. Aber das ist ein Anfang. Jetzt hat Bernhard ganz viel Zeug. Jetzt hat er rote Farbe. Und den Brief. Und ich weiß, was ich mit dem Brief machen muss und ich weiß, was ich mit dem Dosenöffner machen muss. Das habe ich nachgesehen. Und ich hoffe, dann ergeben sich wieder neue Anhaltspunkte, neue Dinger, dass ich wieder so weiterkomme. Den geben wir jetzt nämlich dem suizidalen Kerl, der immer so erfolglos ist. Ich armer. Mit dem kann man nämlich reden. Armer. Das hätte ich mal vielleicht versuchen sollen, oder? Verdammt. Hallo, ich bin Bernhard. Wer bist du? Dwayne. Deprimierend, oder? Puh, du siehst deprimiert aus. Was hat dich darauf gebracht, Schlaumeier? Die hängenden Schultern und das lange Gesicht? Ich habe eine Krise. Kummer ohne Ende. Ich bin ein Neuheiten-Designer. Ich hatte ein paar gute Ideen. Der explodierende Lutscher, juckende Schwarzpulver, umgedrehte 3D-Gläser und vieles mehr. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut finden. Einmal nur. Ich mag deine Designideen. Nun, ich meinte nicht dich.
Was sagtest du noch, machst du? Ich bin ein Neuheiten-Designer. Das Problem ist, niemand mag meine Entwürfe. Ich hab's überall probiert, aber keinen interessiert's. Ah, ja. Ich wünschte nur, wenigstens einer würde die Sachen gut. Und jetzt gehen wir in den Brief, auf dem steht, Ihre Erfindungen sind genial, bitte kommen Sie sofort da und dahin. Vielleicht kann ich dich aufheitern. Oh, ich kann es kaum erwarten. Lass uns über Philosophie reden. Gut, hier ist meine Philosophie. Das Leben ist komplett sinnlos, speziell meins. Meinst du, Existenz erfordert auch ein Ziel? Wen kümmert's? Philosophen sind alle Versager, die es nicht geschafft haben, so wie ich. Nette Musik spielen Sie hier, oder? Es ist aus der Fahrstuhl-Klassik-Serie. Es scheint so, als ob dieses Lied den ganzen Tag läuft. Ich war noch nie so deprimiert. Dann eben nicht. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Okay. Neuer Raum zum Erkunden. Scherzartikel Pistole. Wenn man den Abzug zieht, kommt eine lustige Fahne aus der Mündung und entfaltet sich. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Da wachsen ja schon Pilze drin. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2. Na gut. Das können wir nicht, das wissen wir schon. Sie lautet. Es tut mir. Mein Vater hat auch so eins. Es ist ziemlich klein. Ah ja, mit dem Schrumpfstrahl können wir da wahrscheinlich in die Mauselöcher. Die muss ich mir merken. Eine Sache. Oh, warte mal, jetzt muss ich nochmal reingehen. Eine Sache habe ich mir nämlich gerade noch gedacht, Türen zu machen. Das ist zwar ein bisschen gemein. Ah nee, das kann man nicht lesen. Aber bei dem schlafenden Kerl hing an der Tür so ein Schlüssel und ich habe mich schon gewundert, dass ich den nicht nehmen kann. Ich werde jetzt mal vorsichtshalber überall die Türen zu machen und zu gucken. Nee. Ah, warte mal. Jetzt muss ich nochmal reingehen. Nee, das da oben ist auch nichts. Aber ich kann eigentlich doch alle Türen. Ich wüsste nicht, für was ich überhaupt einen Schlüssel bräuchte. Aber es ist auffällig, dass der hier ist, aber... Ja, der ist ein Item. Da sind eine ganze Menge Schlüssel dran. Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge Schlüssel. Aber wie wir den aufwecken für den Pulli? Ich weiß auch gar nicht, ob und für was wir den Pulli brauchen. Gut, wieder einige neue Items, von denen ich alle nicht weiß, für was wir die brauchen. Ich versuche mal die Scherzpistole bei dem Scherzpistolenkerl. Vielleicht tauscht er die gegen die Feuerzeugpistole. Die könnte ich vielleicht brauchen, um in der Vergangenheit Feuer zu machen, auch wenn ich nicht weiß, warum genau. Besser nicht. Das ist der zweitcoolste Taschenprotektor, den ich je gesehen habe.
Ich sehe überhaupt nichts. Aha, sehr gut. Jetzt habe ich nämlich nicht nur ein Feuerzeug, sondern ich kann mir jetzt auch eine Zigarre von ihm holen. Hallo. Was kann ich... Nette Z... Ich import... Noch? Okay, würde ich so... Ich verstehe das nicht. Verzieh dich. Oh, du bist so traurig. So, was mache ich jetzt mit der Pistole? Mit der Feuerzeugpistole? Ich tippe wirklich auf Vergangenheit Feuer machen. Die Zigarre auch in die Vergangenheit. Soll ich mal den Dieb mit der Pistole bedrohen oder so? Hey, das ist kein Spielzeug. Er ist viel stärker als ich. Die will ich behalten für einen Scherz. Hey, das ist kein Spielzeug. Hier, vielleicht sind das die Schlüssel. Wo? Ah, gib her. Das war jetzt reiner Zufall, da habe ich gar nicht dran gedacht. Danke, Freund. Behalt die Brechstange. Danke, maskierter Mann. Vielleicht dieser. Hallo. Sieh mal, ich habe es eilig, also verschwinde, okay? Mist. Vielleicht dieser. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Hat nicht irgendwie mein Charakter irgendwas gesagt von wegen, ob er da draußen eine Bowlingschale hält? Und dann hat der andere gesagt, nee, das ist ein Vogelbad, aber deine Idee ist besser. Und hier liegt die Bowlingkugel. Ah ja, aber hier ist kein Fenster. Ich habe mir nämlich gerade gedacht, vielleicht muss ich die aus dem Fenster werfen, weil so kann ich die nicht mitnehmen. Die Brechstange und die Zigarre haben wir jetzt. Die Brechstange, für was könnte ich die denn brauchen? Wüsste ich jetzt gerade auch gar nicht. Aber bei der Zigarre habe ich eine Idee. Da gucken wir jetzt mal. Dann schenke ich George Washington mal die Zigarre, damit der sich seine Goldzähne, seine Holzzähne kaputt macht vielleicht. Und dann gebe ich ihm die Fake-Zähne. Ich weiß nicht, wohin das führen soll, aber vielleicht funktioniert's. Entschuldigung. Ja? Mr. Präsident, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Nein. Schade. Na, okay, dann gebe ich ihm die Feuerzeugpistole mal auch noch mit. Ich habe es mir schon fast gedacht, aber ich habe mir gedacht, na gut, Washington raucht ja schon die ganze Zeit, der wird wohl Feuer haben. Tja, falsch gedacht. Oh. Stark. Diese Tür ist wohl verriegelt. Meint ihr, mit der Brechstange könnte ich die beiden Toiletten öffnen? Diese Tür. Ein Versuch wäre es wert, oder? Das w- Oh, warte, was hat er gesagt? Nein. Das würde nicht reinpassen. Aha, dann hat sich das erledigt. Na gut, okay. Gut, die Brechstange ist also irgendwie für Bernhard. Oder wir müssen die irgendwie irgendwo hinlegen für die Zukunft oder so. Keine Ahnung.
Entschuldigung. Ja. Mr. Haben Sie... Na klar. Nun, wenn es so ist... Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Da habe ich doch schon das Passende. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Yes. Seltsam. Verstehe ich vielleicht dich. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Genau. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Du großes Baby. Cool. Das fühlt sich nach Fortschritt an. Das gefällt mir. Wir sind wieder ein Stück weitergekommen. Wir nehmen die Decke noch mit. Warum auch immer, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber das ist schon mal ein Anfang. Sehr cool, okay. Dann machen wir jetzt für heute mal Schluss und morgen gehen wir in die Zukunft. Denn in der Zukunft haben wir jetzt den Dosenöffner und können den Essig holen, den wir dann wieder in die Vergangenheit schicken. Dann fehlt nur noch Gold. Mal schauen, wie wir das kriegen. Macht's gut, bis dann. Ciao.